Typ kommt einfach nicht vorwärts. Warte mal. Digga, Emma Watson nackt im Fernsehen. Komm, was? Komm schnell! Komm Alter, schnell, komm schnell, Alter, komm schnell! Komm schnell. Oh. Das war doch nur Verarsch, ach Gott. Was? Es war schon wieder Freitag der 13. Aber diesmal hatten wir keine Probleme. Naja, vielleicht eventuell ein paar kleine, minimale, aber nicht nennenswerte. Ja, sorry. Halt deine Fresse, was mich das... Was passt bei dem Survival-Spiel State of Decay am besten? Zombies? Ja. Waffen? Auch. Penis? Richtig! State of Decay und Pimmel passen genauso zusammen wie Romeo und Julia. Was meint denn der Spaß, die Romeo und Julia? Ich verstehe ich auch nicht. Leck mich doch. Seine Scheiße. Bleibt doch mal alle gelassen hier. Also, der Senior Designer Jeffrey Card gab auf der Penny Arcade Expo in einem Interview mit XBLRFans.com zu, von einem Subunternehmen getrollt worden zu sein. Den externen Grafiker war anscheinend so langweilig, dass sie sich überlegten, für das Spiel Penisse einzubauen. Und davon nicht ein oder zwei, sondern mördermäßig viele. Alles voller Penisse. Und jetzt kommt das Krasse. Keiner hat es bemerkt. Seit fast 2 Jahren hängen Pimmel an der Wand und niemand bemerkt. Da hatten sie aber nochmal Glück, denn die Penistexturen waren so gering aufgelöst, dass man sie kaum erkennen konnte. Und da sie momentan an einer Xbox One Edition arbeiten und die Texturen jetzt hochschraubt, bemerkten sie die kleinen Lümmel. Undead Labs, die Macher von State of Decay, sah alles mit Humor und es wird keine rechtlichen Folgen geben. Aber es gibt mal wieder jemanden, der das nicht so lustig fand und jetzt einen auf beleidigt spielt und... Das ist Microsoft selbst. Sie kündigten die Zusammenarbeit mit Undead Labs und die stehen jetzt ohne Publisher da. Eigentlich ja blöd gelaufen, da die Penisse in der neuesten Version sowieso nicht vorhanden sind und in der alten Version, wie schon gesagt, sieht man sie eh nicht. Das Spiel soll trotz allem Ende April 2015 erscheinen und mit Penisse oder ohne, das Spiel bleibt trotzdem gut. Das gute alte Modern Warfare 2, was für mich persönlich eins der besten Teile der Call of Duty Reihe war, kam vor knapp 6 Jahren auf den Markt und hat, wie es scheint, noch ganz schön viele Anhänger. Bei Change.org hat der Spieler Rain Sarah eine Online-Petition erstellt, die sich an Activision und Infinity Ward sowie deren CEOs richtet. In dem Text heißt es, dass Call of Duty Modern Warfare 2 eins der besten Spiele von Activision war. Ein einfach unterhaltsames und nettes Spiel, das dieses nostalgische Gefühl erzeugt. Die Waffen, die Karten und die Killstreaks seien einfach unglaublich gewesen. Aber die Version für die Xbox 360 und die PS3 werden einfach nur noch von Hackern überrannt. Also von Noobs. Daher wünscht sich Sarah eine Remaster-Version für die Next-Gen-Konsolen, die ein paar Probleme wie die ganze Noobtube-Kacke vielleicht auch noch behebt. Für alle, die Noobtuber nicht kennen, das sind irgendwelche Spastis, die mit den Granatenwerfern und Panzerfäusten, die, wie der Name schon verrät, für Panzer gedacht wären, auf gegnerische Spieler ballern, weil sie einfach keinerlei Aim haben und lieber mal Wars in Me 2 spielen sollten. Innerhalb von 5 Tagen hat die Online-Petition mehr als 71.000 Unterschriften gesammelt, was ja eigentlich schon ein großes Interesse an einer Neuauflage für die Xbox One und die PS4 zeigt. In den Kommentaren wird Modern Warfare 2 als das beste Call of Duty aller Zeiten beschrieben, an dessen Gameplay keines der neuen Serientitel jemals herankommt. Einige Spieler sind davon überzeugt, dass sich Modern Warfare 2 als Remake auch finanziell für Activision und Infinity Ward lohnen würde und natürlich auch viele Fans glücklich machen. Einige würden sich sogar eine neue Konsole für dieses Remake kaufen. Also wir fänden es richtig schnieke und würden es ordentlich feiern. Was meint ihr? Es gibt echt ein paar Spiele, die richtig brutal sind bzw. ein schwieriges Thema aufgreifen. Das denkt sich auch gerade die liebe Türkei und möchte deshalb ein Videospiel verbieten, weil es in den Augen zu brutal sei für die kleinen Kinder. Die Rede ist natürlich nicht von Counter-Strike oder Call of Duty. Nee, nee. Türkei will ein Verbot gegen Minecraft verrichten.
Das Spiel sei zu brutal und kann die Entwicklung des Kindes durch die Gewaltdarstellung nachhaltig stören. Das würde mich auch nicht wundern, wenn so ein hässlich grünes Ding auf dich zurennt und Eiskammer explodiert. Die Türkei habe Angst, dass die Kinder die reale Welt nicht mehr mit der Minecraft-Welt unterscheiden können und die da meinen, dass man Tiere einfach Schmerzen zufügen kann, ohne dass sie jemals etwas spüren würden und man einfach so mit einem Diamantschwert sie töten kann. Was? In Minecraft kann man Tiere töten? Dann müssen wir uns dagegen tun. Wir müssen denen echt einen Riegel vorschieben. Das kann echt nicht wahr sein, dass die sowas machen. Herzlich willkommen bei der Kinder. Hallo, zwei Double Cheeseburger mit Bacon bitte. Darüber hinaus könne das Spielen von Minecraft zu sozialer Isolation führen und setze den Kindern im Multiplayer-Modus der Gefahr von Mobbing aus. Bei welchem Spiel mit Multiplayer-Modus ist das nicht? Also League of Legends sollte das Kind jetzt lieber nicht spielen. Round 5! Mojang hat fix auf die Verbotsdebatte reagiert und sagte, dass das Töten von Monstern und Tieren Teil des Spielgeschehens sei, aber man es nicht tun müsste, um das Spiel spielen zu können. Denn es gibt immer noch den Creative-Modus, wo man nichts mehr farmen müsse, sondern schon alles besitzt, sodass man sich kreativ voll ausleben kann. Im Mittelpunkt von Minecraft steht die Erkundung und Entdeckung der grenzenlosen Spielwelt und da haben sie auch recht. Und die Debatte geht noch weiter, denn der türkische Diplomat Fatih Uki hat sich aus der türkischen Botschaft in Washington auch mal zu Wort gemeldet. Er hat dem Ministerium für Familie und Soziales die Zuständigkeit für so ein Verbotsverfahren abgesprochen, da sie gar nicht über die entsprechenden Rechtsmittel verfügen. Es könnte aber möglich sein, dass Mojang ein paar Richtlinien erhalten und die sich auch daran halten müssen. Und wenn sie das dann nicht tun, dann könnte man erst das Spiel in der Türkei verbieten. Also könnte es sein, dass es bald ein Minecraft-Türkei geben wird, wo man seine Tochter mit dem Händlersohn in so circa 15 Jahren verheiraten lassen könnte. Oder das Ziel ist, das Land, das man erbaut hat, in die EU zu bringen. Aber nicht schafft. Man wird sehen, was passiert. Wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ein Verbot wäre meiner Meinung nach zu übertrieben, weil man, wie schon gesagt, in den Creative-Modus wechseln kann. Und die Eltern sollten auch mal nachschauen, was ihr Balk da so macht. Opfer eines Hackerangriffs zu werden, ist ja eigentlich schon beschissen genug. Wenn dann jedoch auch noch die erhoffte Hilfe des Herstellers ausbleibt oder sehr gering ausfällt, wächst der Ärger noch mehr. So erging es einem PS4-Nutzer namens Catcher, der in einem Thread ausführlich darüber berichtete, wie sein PlayStation Network Account gehackt wurde. Aufgefallen ist es ihm, als er plötzlich Mails und Rechnungen bekommen hat von Käufern, von denen er gar nichts wusste, und seine Konsole wurde sogar deaktiviert. Insgesamt hatte er einen Schaden von $600. Er wendete sich nun an den Kundenservice von Sony, was ihn aber nicht unbedingt aufmuntern ließ. Der Support erklärte ihm, dass maximal eine Summe von $150 zurückerstattet werden kann, aber das Ganze nur als PSN-Credits. Das war aber noch nicht alles. Sollte sich der Betroffene nämlich dazu entschließen, die unrechtmäßigen Zahlungen von seiner Bank zu stornieren oder zurückbuchen zu lassen, wird sein Account einfach permanent gebannt. Das heißt, dass alle seine online gekauften Spiele einfach mal futsch sind und auch nicht wiederhergestellt werden können. Einige prangern das Verhalten des Kundenservice von Sony an. Ich sage einfach, kauft ihr lieber einen Hund. Andere wiederum sehen das als Paradebeispiel an, seinen Account einfach so gut es geht zu schützen. Eine weitere Stellungnahme seitens Sony steht momentan noch aus. Ist ja aber auch irgendwie logisch, ne? GTA Online heißt, ist vergangene Woche erschienen und brachte einige neue Modi und Features mit sich und das Ganze kostenlos. Da kann sich so mancher Entwickler mal eine Scheibe abschneiden. Ubisoft nimmt ab sofort Anmeldungen für die Closed Alpha Phase des kommenden Taktik-Shooters Rainbow Six Siege entgegen, aber leider nur für den PC. Danke Ubisoft. Mann, oh Mann, ey. Gearbox hat momentan die Idee, einen neuen Brothers in Arms Teil rauszubringen. Uiuiuiuiuiui, das wäre schon ein Schmankerl und wir könnten uns strategisch austoben.
Respawn Entertainment hat bestätigt, dass es einen zweiten Teil von Titanfall geben wird. Und das dieses Mal nicht nur für die Xbox, sondern auch für die PS4. Sau geil! Und dieses Mal bitte mit mehr Langzeitmotivation. Wollt ihr wieder mal ein richtiges Trash-Game? Dann hat Microsoft was für euch. Octodad Deadly's Catch wird für die Xbox erscheinen. Wieso riecht es hier eigentlich so fischig? Schatz! Ende Gelände, das war's wieder für heute. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen hier oder ein Kommentarchen. Ansonsten besucht uns doch mal auf Facebook, Bunze Bunze oder unseren Kanal Video Games Front. Und wenn ihr mehr News haben wollt, dann schaut doch in Facebook mal in die Xbox One News Germany Gruppe. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einen wunderschönen Sonntag hattet. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin... Haut da rein. Genau. Tschüss. Ich meine, du Spaß. Okay.